Ist CO2 wirklich so gefährlich? CO2 oder Kohlendioxid ist ein Gas, das natürlicherweise in der Erdatmosphäre vorkommt. Und Pflanzen brauchen es sogar für ihr Überleben. Deshalb ist CO2 auch nicht mit einem industriell produzierten Schadstoff wie zum Beispiel Schwefeldioxid zu vergleichen, das Atemwegserkrankungen auslöst und sauren Regen produziert. Aber beim Thema Klimawandel geht es gar nicht darum, ob CO2 direkt für Organismen schädlich ist, sondern um seine indirekten Auswirkungen. Auch wenn der Anteil des Kohlendioxids in der Atmosphäre nur 0,04% ist, hat es bedeutende Auswirkungen auf die globale Temperatur. Man sieht sehr deutlich, dass die globale Temperatur und die CO2-Konzentration exakt den gleichen Trend zeigen. Durch den sogenannten Treibhauseffekt sorgt der steigende CO2-Gehalt dafür, dass sich die Erde in gleichem Maße miterwärmt. Gleichzeitig sehen wir, dass der CO2-Gehalt in der Atmosphäre mit den weltweiten menschengemachten CO2-Emissionen korreliert. So können wir schlussfolgern, dass die Erderwärmung stark mit den menschlichen Aktivitäten zusammenhängt. Wir betrachten CO2 also nicht als Schadstoff, aber sein immer höherer menschengemachter Ausstoß ist ursächlich für den globalen Temperaturanstieg. Und deshalb sollten wir alle möglichst wenig CO2 produzieren.